Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar COT-Daten und ATAS. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Und wie Sie vielleicht an meiner Stimme hören, bin ich leicht erkältet, dann deswegen entschuldige an der Stelle. Und ja, nichtsdestotrotz freue ich mich wirklich sehr, dass wir mit dem Webinar heute auch unsere Webinarreihe mit ATAS und Michael Burgstahler starten jetzt im Jahr 2022. Und ich freue mich nochmals genauso sehr, dass wir heute einen Gast dabei haben, nämlich Bernd Böhme. Aber ich denke, der wird auch später ein paar Worte zu sich verlieren. Ich beginne wie immer mit dem Risikohinweis, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist wirklich sehr wichtig. Super, dann von meiner Seite war es das erstmal. Ich schalte rüber zu Michael und ich freue mich sehr auf das Webinar, bin sehr gespannt, wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Ja, grüß euch alle. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören und ihr habt gute Feiertage gehabt und es war alles so, wie es sein sollte. Und wir starten heute wieder mit einem Webinar. Ich hoffe, ihr könnt auch meinen Schirm jetzt sehen. Bitte Wir kurz, ist sehen okay? das, ja. Ja, sehr gut. Ja, jetzt haben wir kurz Pause gehabt über die Feiertage und es hat sich wie immer in ATAS einiges getan. Und wir werden da kurz drüber grätschen, bevor der Bernd weiter ausführt mit den COD-Daten. Ich gebe eine kurze Zusammenfassung, was die Updates so betroffen haben und was wir gerade machen, so dass ihr immer im Bilde seid, was gerade geht. Und eins der kleinen Dinge, die sehr hilfreich sind, seht ihr nun am Schirm. Ihr werdet jetzt denken, okay, das ist jetzt ein normales Volumenprofil. Ist es auch. Wir haben nur einige kleine Änderungen vorgenommen und wir haben ein Tool eingebaut, was ich für sinnvoll erachte. Mit diesem Tool ist es euch jetzt möglich, also wir haben hier das normale Volumenprofil und wenn man sich das Profil quasi ausblendet, ja, und die Area ausblendet, haben wir jetzt die Möglichkeit, die POCs der einzelnen Profile durchzuziehen auf die Preisskala und haben hier auch die Möglichkeit, das Gesamtvolumen dieses POCs und das Datum, wann der gebildet worden ist, hier abzubilden. Das heißt, wenn man das Tool eben so nutzt, ne, dann hat man die Möglichkeit, eben im normalen Charting immer zu sehen, wann die POCs waren. Das kann man jetzt auf Weekly POCs machen, Monats POCs machen und so weiter und so fort. Das heißt, man hat hier seine POCs aus den Volumenprofilen direkt auf der Preisskala. Das ist einmal die erste kleine Erweiterung, die es gegeben hat. Und als zweite kleine Erweiterung, was wir verbessert haben, ist der Maximum Levels Indikator. Der war begrenzt. Das heißt, der hat eine bestimmte Breite hereingezeichnet, ja, und es war ein fixer Wert. Und da haben wir jetzt den Kunden die Möglichkeit gegeben, eben sich das so einzustellen, wie man möchte. Da haben uns einige kontaktiert, die eben kleinere Auflösungen vom Computer her fahren, vom Bildschirm. Die wollten eben haben, dass sie da das einstellen können. Das ist jetzt auch dazukommen als kleines Gimmick. Die zweite Geschichte, was wir jetzt in ATAS bringen, Bernd und ich fahren hier eine Alpha-Version. Das heißt, wenn es jetzt irgendwann einmal finster wird, nicht schrecken, aber man muss ja die neuen Features herzeigen, bevor sie euch treffen. Das nächste, was kommt, zum Teil schon integriert ist, sind eben sämtliche Indikatoren, Index, sagen wir es jetzt einmal so, das betrifft eben den VIX, Tick, Uptick, Downtick, wo eben hier zum Beispiel von den Aktien die Gesamtbewegung in einen Chart geschmissen wird. Wir werden dann vielleicht noch ein eigenes Webinar zu dem Thema machen, soll es soweit kommen. Ja? Und hier haben wir eben kurz den VIX, den Volatilitätsindex, haben wir jetzt auch in ATAS drinnen. Das sind eben grob mal die Kleinigkeiten, die letzten zwei Updates dazugekommen sind. Wir haben auch noch bestimmte Datenfeed-Konnektoren verbessert, ja, die jetzt in ATAS verfügbar sind. Wir haben für die TWS die Markttiefe optimiert. Ja, das ist jetzt auch bei euch drinnen. Ja, was es noch gibt, das haben wir zuerst hinzugefügt und dann geändert.
Zuerst haben wir geplant gehabt, mit dem Doppelklick auf den Chart gehen wir in den Fullscreen-Modus. Jetzt muss man die Steuerungstaste drücken und währenddessen einen Doppelklick machen. Dann geht der Chart in den Vollbildmodus mit Escape oder noch einmal Doppelklick mit Steuerungstaste kommt man raus. Das ist für verschachtelte Charts von Vorteil, dann braucht man diese Charts nicht mehr aus dem Verbund rausziehen zum Vollscreen machen. Das kann man jetzt ganz bequem mit einem Doppelklick realisieren. Ja. Die Zeichenobjekte haben wir leicht modifiziert. Da ist jetzt eine Option dabei, diese zu magnetisieren und auch den Threshold, also die Stärke dieser Magnetfunktion einzustellen. Ja. Das war es jetzt einmal von den kleinen Updates, die es gibt. Des Weiteren arbeiten wir daran, eben Volumina, so wie hier zu sehen, zu kürzen. Das hat vor allem bei Kryptowährungen, so macht es Sinn, dass du hier nicht 3 Millionen Stücke stehen, sondern dass es dementsprechend gekürzt wird. Das wird auch plattformübergreifend, also in den Dom, in den Smart Dom und in das normale Charting übernommen werden. Also das dauert ein bisschen. Wir haben auch noch die Möglichkeit, Filter haben wir hinzugefügt zum Smart Tape. Ja, es lässt sich jetzt Bid und Ask gleichzeitig filtern. Das war vorher nicht möglich. Da haben wir auch von einigen Nutzern die Info bekommen, das hätten sie gerne. Und das haben wir natürlich auch hinzugefügt. Und das war es jetzt von meinem kurzen Umschwung, was Atlas betrifft. Und ich werde jetzt einfach mal an den Bernd übergeben. Und der wird euch einiges über COD-Daten und dessen Indikatoren erzählen. Was noch dazu gesagt gehört, zu diesen COD-Indikatoren, die wir jetzt in Atlas hinzugefügt haben, das ist mal das Standard-Set, ja, aber es wird eine ganze COD-Suite werden. Das heißt, es werden einige Tools hinzukommen, die bei der Konkurrenz um über 1500 Euro zu erwerben sind und bei uns kriegen das die Kunden als Service gratis mit. So, als kleiner Schwenk. Dann übergebe ich jetzt mal an den Bernd und wünsche euch viel Spaß. Ja, einen Moment, ich muss kurz bei mir die Bildschirmübertragung einschalten. Deine so, Präsentation ist so selten. Okay, also einen wunderschönen guten Abend. Der Nelson und der Michael haben schon gesagt, ich bin Bernd Böhme, ich bin Trader und Investor und nebenbei auch Unternehmer und ich möchte euch heute Abend gerne etwas über den COT-Handel mit Atlas erklären. Ich werde ein bisschen auf das Thema COT-Daten eingehen, damit ihr das ein bisschen besser versteht, um was es da eigentlich geht. Und wie der Michael auch schon gesagt hat, natürlich das Ganze auch noch einmal in Atlas angucken. Da werden wir uns auch, werden auch ein bisschen schauen, wie so die COT-Daten auf den Kursverlauf Einfluss haben, ja, damit ihr das ein bisschen besser versteht. Und vielleicht ist es ja auch ein interessantes Thema für euch, für euren eigenen Handel. Okay, prima. Fangen wir einfach mal an. Und zwar, es gibt zwei unterschiedliche COT-Reports. Die meisten, vielleicht manche von euch dürften es auch schon mal gehört haben. Es gibt einmal den Legacy Report, das ist der klassische COT-Report. Und es gibt einen Report, der heißt Disaggregated Report. Und dieser Disaggregated Report ist der neue Report und er soll irgendwann mal in der Zukunft diesen Legacy Report ablösen. Wir werden gleich dazu kommen, was es eigentlich bei diesen COT-Daten geht. Dafür gehen wir mal zur nächsten Folie und zwar bei diesem Disaggregated Report, bei diesem neueren Report, da werden verschiedene Interessengruppen, die ja letztlich im Markt auch tatsächlich mit diesen Futures handeln, in mehrere Gruppen aufgeteilt. Und zwar einmal in die Gruppe Commercials. Da sind die Producer und User drin. Was das genau ist, kommen wir noch dazu. Die Swap-Dealer, die Non-Commercials, die Money Manager, die Other Reportables und die Non-Reportables. Das war soweit hier für den Disaggregated Report, auf den ich auch jetzt gar nicht weiter eingehen möchte, weil er für den Handel mit COT-Daten eigentlich aktuell nicht wirklich interessant ist. Ja, er schlüsselt einfach nur die Informationen noch ein bisschen weiter auf. Man benötigt aber diese Aufschlüsselung nicht, wenn man sich mit dem Handel mit COT-Daten beschäftigt. Wirklich oder wesentlich interessanter, ist der Legacy Report und hier haben wir folgende Aufschlüsselung. Einmal die Commercials, was das ist, erkläre ich gleich. Dann haben wir einmal die Gruppe der Non-Commercials, erkläre ich auch gleich und die
Non-Reportables. Und jetzt kommen wir erstmal zu den Commercials. Was sind Commercials? Also, die Gruppe der Trader, die im COT-Report als Commercials erfasst werden, das sind entweder, die gehören entweder zu der Gruppe, dass sie diesen Rohstoff, also das Underlying zum Beispiel erzeugen oder dass sie das Underlying handeln. Und das heißt, die haben sehr, sehr viel Ahnung von diesem Rohstoff. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Wir werden uns das später auch im Café Future angucken. Das kann zum Beispiel, machen wir Werbung, kann mal Chipo sein. Ja, Chipo ist ein großer Kaffeehändler oder Starbucks. Das sind typische Händler. Ein Erzeuger, das kann jetzt eine sehr, sehr große Kaffeeplantage sein. Und wieso die sie mit dem Future handeln, das kommen wir im nächsten Punkt. Und zwar sehen wir einmal, wann bauen diese Commercials typischerweise Long-Positionen auf. Typischerweise werden von diesen Commercials Long-Positionen aufgebaut, wenn sie zum Beispiel hier im Bereich Kaffee diesen Kaffee verarbeiten, also das Underlying verarbeiten. Ja, das, wir könnten es auch mit Mais als Beispiel nehmen oder irgendwas anderes. Aber die Commercials, die einen Rohstoff verarbeiten, die tendieren dazu, Long-Positionen aufzubauen. Ich will ganz kurz erklären, wieso das so ist. Also, ihr müsst euch vorstellen, zum Beispiel der Kaffeepreis, er fällt jetzt und fällt jetzt, also aktuell fällt er nicht, ja, aber er würde jetzt fallen und fallen und fallen und fallen. Und irgendwann sagen die Hersteller, die den verarbeiten müssen, Mensch, also der Preis, den wir da aktuell jetzt haben, der gefällt mir richtig gut. Und dann hedgen sie den aktuellen Preis mit dem Kaffee-Future, indem sie im Kaffee-Future Long-Positionen aufbauen. Das heißt, wenn jetzt der Kaffeepreis steigt, steigt ja auch automatisch der Future. Und dadurch sichern sie sich praktisch den niedrigen Preis, weil sie ja letztlich das, was sie jetzt für den Kaffee am Weltmarkt mehr bezahlen müssen, auf der anderen Seite den Gewinn über den Future machen. Ja? Und diese Short-Positionen, die zum Beispiel im Kaffee-Future aufgebaut werden, die werden vor allen Dingen von den Bauern, zum Beispiel den Kaffee anbauen, eingesetzt, um ihre Ernte zu hedgen. Da mache ich auch mal ein Beispiel. Angenommen, der Kaffeepreis, der ist jetzt besonders weit oben. Und jetzt sagt ein Kaffeebauer, ja, das ist genau der Preis, den brauche ich jetzt, damit ich ja meinen Gewinn habe, damit ich meinen Betrieb hier weiterführen kann. Also wird er entsprechende Short-Positionen im Kaffee-Future aufbauen. Das heißt, wenn der Kaffeepreis dann fällt auf dem Weltmarkt, dann kann er praktisch den fallenden Kaffeepreis über den Kaffee-Future soweit wieder hedgen und bekommt dann eben auch seinen guten Preis. Das heißt, die Commercials selbst, die wissen einfach am allerbesten Bescheid, wie es um das Underlying, was hier unter diesem Future drunter liegt, wie es um dieses Underlying eigentlich bestellt ist. Ja, das geht so weit, dass man sagen kann, dass diese Commercials sich sehr, sehr gut informieren, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Agrarprodukte geht. Wie ist die heutige Wetterlage? Wie wird die Wetterlage in der Zukunft sein? Wie sieht es mit Regenzeiten aus? Wie sieht es mit Wetterphänomenen wie dem El Niño aus oder einem vielleicht drohenden Blizzard? Ja? Oder wie sieht es mit Schädlingen aus? Wie gut sind sie darauf vorbereitet? Und natürlich auch die ganzen geopolitischen Themen, die hier wichtig sind. Es ist einfach wichtig zu verstehen, es geht jetzt hier nicht nur um Ernten, wenn wir beim Kaffee mal bleiben, in den USA, das ist auch nicht unbedingt ein klassisches Kaffeeanbauland, aber es geht hier tatsächlich um diese Rohstoffe, wie sie einfach weltweit gehandelt werden. Ja, also Kaffee wäre eher Südamerika oder eher Afrika, also eher ein Stück weiter unten. Aber es gibt ja auch ein Weizen-Future oder ein Mais-Future und. Und da werden auch einige Dinge natürlich in den USA angebaut. Aber einfach, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass es nicht nur um dass die Landwirtschaft in den USA geht, sondern selbst in Deutschland gibt es Bauern, die natürlich dann ihre Ernte nur mit dem Weizen-Future hedgen. Ja, das nur soweit zur Information. Kommen wir mal weiter. Kommen wir mal zu den Non-Commercials. Non-Commercials, das klingt so, als ob das irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche NGOs wären oder irgendwas. Ja. Tatsächlich ist es so, dass die Non-Commercials, das sind die Spekulanten.
Das sind zum Beispiel Fonds, das sind große amerikanische Pensionskassen oder sonstige Marktteilnehmer, die aber im großen Stil handeln mit Futures und die den Future-Handel nutzen, um aufgrund der Preisschwankungen letztlich Gewinne am Markt zu generieren. Das heißt, die interessiert es letztlich nicht, ja, ob das jetzt, wie die Ernte ausfällt, ja, oder ob es sonst irgendwelche geopolitischen Themen gibt, sondern die wollen letztlich nur anhand der oder aufgrund der Preisschwankungen am Markt profitieren. Und dann kommen wir noch zu den Non-Reportables. Ich erkläre das gleich nochmal im Detail. Ja, das sind alle die eine gewisse Handelsgröße oder eine gewisse Anzahl an Futures letztlich nicht halten. Wie groß das ist, das schauen wir uns gleich nochmal auf der Seite entsprechend an. Und da gibt es in den USA eine Behörde, das ist die Federal Regulations oder Code of Federal Regulations, heißt das korrekterweise. Und die schreibt praktisch vor, ab welcher Größe muss eingemeldet werden. Und alle, die eben unter dieser Größe liegen, müssen nicht einmelden und die fallen automatisch unter die Non-Reportables. Jetzt ist es so, es können sowohl Spekulanten unter den Non-Reportables sein, weil sie einfach nicht diese Mindestgröße handeln, die beim Code of Federal Regulations als Vorgabe gemacht wird. Es können allerdings natürlich auch irgendwelche Produzenten sein oder auch Verbraucher, also Produzenten, manchmal Kaffeebauer sein oder Verbraucher zum Beispiel, hat vorhin das Beispiel Chibo genannt, ja. Die fallen alle darunter und deswegen ist die Gruppe der Non-Reportables extrem heterogen. Also was die so machen, das kann man gar nicht so richtig greifen. Ja. Wenn wir nochmal kurz zurückgehen, dann muss man letztlich sagen, kann man am ehesten verstehen, was die Commercials machen. Ja, weil die wissen einfach, was sie zu tun haben und das kann man am besten verstehen. Und deswegen legt man letztlich beim COT-Handel auch ein besonderes Augenmerk auf die Commercials. Hier bei den Non-Commercials, und das weiß ja jeder von euch, der auch tradet, wenn es darum geht, Gewinne durch Preisschwankungen am Markt zu generieren, da hat oft jeder seine eigene Meinung. Da kommt es auch ein bisschen drauf an, welchen Anlagehorizont habe ich denn jetzt gerade. Das heißt, ist es okay, wenn der Trade vielleicht auch mal ein bisschen ins Minus läuft? Letztlich, wenn die übergeordnete Richtung stimmt und dann irgendwann dreht, dann passt es ja auch wieder. Also auf die Non-Commercials, da kann man eigentlich auch nicht setzen. Und auf die Non-Reportables eigentlich überhaupt nicht, ja, weil die Gruppe ist sehr, sehr heterogen. Das zu verstehen ist sehr, sehr schwer. Okay, ich gehe jetzt einmal hier auf die Seite. Moment, wo ist meine Maus? Hier ist die Maus und ziehe mal diese Webseite hier rüber. Und zwar, das hier ist die Seite der CFTC. Die CFTC, das ist die Commodity Futures Trading Commission in den USA. Und auf dieser Seite werden jeweils am Freitagabend, ja, gegen 9:30 unserer Zeit, die aktuellen COT-Daten veröffentlicht. Was wichtig ist, die COT-Daten selbst in den USA, die werden bereits am Dienstag davor erhoben, allerdings erst am Freitag der Woche dann immer für die Allgemeinheit zugänglich gemacht. Was man auch sagen muss, das könnte man sagen, ja, aber da ist auch so ein Versatz drin von ein paar Tagen. Ist das denn schlimm? Ja, und da muss man ganz klar sagen, nein, das ist nicht schlimm. Der Versatz ist für alle eigentlich unschädlich, aus dem einfachen Grund, zum einen betreibt man ja mit diesen COT-Daten kein Daytrading. Also das heißt, das unterste, das kleinste, wenn ich mir jetzt mal von den Kerzen her gehe, das wäre ein Tageschart, also mit Tageskerzen. Die meisten, die den COT-Handel betreiben, machen das eher auf Wochenkerzen. Deswegen ist das eher unproblematisch, dass man die Daten etwas später bekommt. Und ich komme auch noch später dazu, weshalb es absolut unproblematisch ist, um das mal vorsichtig zu sagen. Das gibt also hat keinen Nachteil dadurch, dass man die Daten erst später bekommt, obwohl sie schon am Dienstag erhoben wurden. Also die CFTC-Seite, die solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr euch für das Thema COT-Handel interessiert. So, und jetzt sind wir mal hier auf der Seite, und zwar Release Schedule, und da will ich
kurz was dazu erklären. Ich habe gerade eben gesagt, die erscheinen immer am Freitag. Ja, Freitag 21.30 Uhr. Allerdings ist das nicht jeden Freitag so. Es gibt tatsächlich auch Freitage, da passiert das eben nicht, weil an diesem Tag zum Beispiel ein Feiertag in den USA ist. Und da gibt es hier auf der Seite der CFTC eine Seite, da kann man hier eben schon sehen, wann kommen denn die COT-Daten, wann werden die denn veröffentlicht. Und immer hier, wenn hier ein Sternchen ist, man sieht es ja auch hier 7, 14, 21. Januar 2022, aber hier ist erst am 3. klar, weil der 1., es war ein Feiertag, deswegen kommen die COT-Daten hier erst praktisch am nächsten Montag dann heraus. Und das ist gerade deswegen wichtig, wenn man auf die COT-Daten wartet, dass man versteht, dass die teilweise auch manchmal erst später kommen. Im Regelfall ist es so, dass das insbesondere im Januar öfter der Fall sein kann, also kommt immer wieder jährlich vor. Dann kommt es oft im November vor und es kommt oft im Dezember vor. Und das sieht man eben auch hier im Jahr 2022. Ja, im November haben wir einmal den 14. und den 28. Das heißt, es wäre eigentlich 4, 11, 18, 25 und hier passt es eben nicht, ja, da wo meine Maus ist. Ich hoffe, ihr seht das. Ich kann das natürlich auch markieren. Und zwar ist das, ich hoffe, dass, nee, das geht jetzt nicht. Moment. Ah, eine Sekunde, das muss ich erst rüberziehen. Genau, das ist einmal hier, ja, wo es nicht passt. Hier, wo es nicht passt. Und hier, wo es nicht passt. Im Dezember haben wir dieses Jahr nichts. Ja, aber dafür im Dezember 21, was zum Beispiel ist dann der 24. gewesen. Das war Weihnachten also bei uns. Und da hat es dann hier in den USA auch nicht gepasst. Also das nur zur Information, dass also, wo ich gerade eben gesagt habe, es kommt jeden Freitag, es nicht unbedingt wirklich jeden Freitag dann veröffentlicht wird aufgrund von Feiertagen. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen wir uns mal die Daten an. Wie sehen die Daten denn eigentlich auf der Seite der CFTC aus? Und das ist jetzt wichtig, wenn wir auch später vergleichen mit den Daten, die wir in ATAS sehen. Ja, passt das, was wir jetzt hier sehen, was wir in ATAS sehen? Und gehen wir mal ein bisschen runter. Und hier unten fängt es an. Ja, mit den Reports, dauert ein bisschen. Ja, hier kommt erst der Disaggregated Report, da hatte ich ganz am Anfang ein bisschen was dazu gesagt. Den benötigen wir nicht für die COT-Analyse, für den COT-Handel. Man kann das machen, allerdings ist das unnötig. Ja, also ein COT-Handel funktioniert sehr, sehr gut, wenn man sich hier auf den Legacy Report konzentriert. Und da gehen wir mal jetzt hier zum dem Kaffee Future. Und den Kaffee Future, den finden wir hier unten unter ICE Futures. Da klicken wir einfach mal hier drauf. Und es gibt hier verschiedene Formate. Muss ich kurz dazu erklären. Und zwar, es gibt natürlich auch den Legacy Report, genauso wie den Disaggregated Report, einmal für Futures only. Und es gibt ihn auch tatsächlich kombiniert für Futures und Optionen, weil Optionen, das sind natürlich auch Terminkontrakte, aber übrigens über Optionen unterhalten wir uns heute nicht. Ja, wir schauen uns heute nur die Future-Seite an und dann gibt es einmal aus ausführlichen Report hier für alle Futures, ja, und einmal im Kurzformat und für die Analyse, für die COT-Analyse reicht uns dieses Kurzformat absolut aus und da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Und ja, ich mache das ein bisschen größer, damit ihr das vielleicht auch ein bisschen besser sehen könnt. Wenn man sich das hier so anschaut, ich sage immer, es sieht aus wie 1980 so ein bisschen, ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Genau, also hier ist der Kaffee Future, der KC Future, ja, wird an der ICE gehandelt. Und hier sehen wir auch das Datum, ja, 15.02.22. wurde das hier praktisch veröffentlicht. Und jetzt sehen wir hier die Interessengruppen, über die wir gerade gesprochen haben. Einmal die Non-Commercials, also die Spekulanten. Dann haben wir hier die Commercials. Das sind die, die sich mit dem Underlying, mit dem Rohstoff auskennen. Also sprich, das sind entweder Produzenten, die bauen das an zum Beispiel, oder sie bauen es ab, ja, wenn es um irgendwas handelt, was man abbaut. Es können auch ein bisschen Metalle sein oder gefördert wird, Öl oder ähnliches, ja. Und es gibt allerdings auch die Non-Reportables und die finden wir so ein bisschen abseits. Ja, das gehen wir mal ganz kurz durch, was wir hier sehen und für was das gut ist. Also bei den Non-Commercials haben wir hier unten unter Long eine Zahl und zwar 79.000.
681 Long-Positionen wurden hier gehalten. Und zwar, das ist ganz, ganz wichtig, letztlich wird hier nur das erfasst, was über Nacht gehalten wird. Ja, also wenn ich tagsüber eine Position aufbaue und habe die bis zum Ende der Session wieder geschlossen, muss diese nicht gemeldet werden. Also wir bauen sowieso nicht so große Positionen auf als kleinere Händler. Allerdings ein großer Händler, wenn der die tagsüber wieder schließt, muss er sie nicht reporten. Ganz wichtig an die CFTC. Dann sehen wir hier, so viel waren praktisch im Café Future jetzt long unterwegs von den Non-Commercials, so viel waren short unterwegs über die Spreads. Und da halten wir uns auch gleich noch, was das denn eigentlich ist. Dann bei den Commercials, ja, da seht ihr schon eines hier, da waren 105.000 long, aber waren mehr short. Ja. Und was heißt das jetzt? Also, man sagt hier, man nimmt long und subtrahiert davon short. Da kommen ungefähr, ja, ich sag mal grob 70.000 raus. Dann heißt das praktisch, die Non-Commercials waren netto long. Ja, weil wenn ich die Shorts von den Long abziehe, kommt ein positiver Wert raus. Also waren sie netto long mit ungefähr 70, jetzt erstmal hier 70.000. Ja, dann gehen wir weiter und gucken uns die Commercials an. Und hier sehen wir Folgendes. Wir waren nur ungefähr 105.000 long und 180.000 short. Ich rufe mal ein bisschen ab. Ja. Das heißt, die sind netto short und zwar mit ungefähr 75.000. Den Spread schauen wir uns gleich noch an, was es damit auf sich hat. Dann sehen wir hier drüben das Open Interest. Das sind die insgesamt geöffneten Futures, ja, oder insgesamt aktuell gehandelten Positionen. Da ist es vielleicht korrekt gesagt. Und aufgrund der Tatsache, dass ich weiß, wie viel insgesamt geöffnet sind, kann ich eben hier dann auch die Non-Reportables einfach davon abziehen. Ja, das muss ich kurz was dazu erklären. Und zwar, man sieht hier total long 243.415. Jetzt zähle ich mal hier die 80.000 ungefähr und die 105.000. Da komme ich aber, ja, wenn ich das zusammenrechne, nur auf 185.000. Da stimmt was nicht. Das Gleiche sehen wir auch hier auf der Short-Seite. Einmal 9.500 und einmal 181.000. Wenn ich das hier zusammenzähle, komme ich etwas über 190.000, schaffe ich das auch nicht. Wenn ich allerdings hier den Spread mit dazu nehme, dann passt das. Ja? Also sprich, ich muss hier die Long-Position zusammenzählen, die Spreads zusammenzählen und diese Long-Position zusammenzählen, um eben auf die Total-Long-Position zu kommen. Und diese Total-Long-Position, also da nehme ich das Open Interest, ziehe hiervon das Total-Long ab und dann komme ich auf Non-Reportables Long. Das ist praktisch der ganze Rest, der nicht detailliert einmelden muss oder der überhaupt nicht einmeldet. Ja, das seid ihr zum Beispiel, wenn ihr irgendein Future handelt, was ich, 1, 2, 3, 5 oder 10 Kontrakte, seid ihr, müsst ihr nicht an die CFTC einmelden, natürlich, klar. Und ihr fallt dann praktisch darunter, wenn ihr das Ganze über Nacht hält. Jetzt kommen wir kurz zum Thema, was sind diese Spreads? Was hat es damit auf sich? Und zwar, Spread Trading ist etwas, was natürlich nur die Non-Commercials, sprich die Spekulanten machen, Hedger, handeln keine Spreads. Ja? Und hierbei, bei diesen Spreads, die wir jetzt hier sehen, handelt es sich um sogenannte Kalender-Spreads. Ich mache mal ein Beispiel. Ihr wisst, es gibt verschiedene Futures. Es gibt den aktuellen Frontkontrakt und natürlich gibt es im Hintergrund auch schon Futures. Also wenn der aktuelle Frontkontrakt verfallen ist, wird der nächste Future gehandelt. Und diese Futures, die müssen jetzt zum heutigen Tag nicht unbedingt den gleichen Preis haben. Also der Kaffee-Future, der in den demnächst gerollt wird, der kann zum Beispiel vom Preis her niedriger sein als der aktuelle Future. Und der aktuelle Future ist jetzt zum Beispiel gerade höher in dem Zusammenhang, weil da vielleicht gerade eine große Nachfrage nach dem Kaffee da ist einfach. Und jetzt gibt es da draußen eben Spekulanten und die spekulieren darauf, dass der Preis vom aktuellen Frontkontrakt zum nächstgehandelten Future, dass die Preise sich langsam annähern. Das heißt, die gehen im aktuellen Future, wenn der Preis da höher ist, gehen die Short und im Folgekontrakt gehen die Long. Und
weil das den aufgrund dieser Konstruktion, ja, ich zeichne euch das mal ein bisschen ein, ich glaube, das muss man verstanden haben. Angenommen, das ist der aktuelle Future, der wäre der Preis hier, ja, und denn im nächsten ist er vielleicht aktuell hier, dann gehen die aktuell, im aktuellen Future gehen die Short als Beispiel und im künftigen Future, ups, so rum, gehen die Long und dadurch verdienen die letztlich ihr Geld. Aber wenn du so handelst, wenn du solche Kalenderspreads handelst, dann ist es dir im Prinzip total egal, ob der Future nach oben geht oder eben nach unten geht. Sprich, denen ist die aktuelle Richtung aktuell vollkommen egal. Und weil die CFTC sagt, wir würden gerne wissen, wie vielen Tradern, wie viele Non-Commercials oder Spekulanten, die da draußen sind, die Kalenderspreads handeln, weil denen die Richtung eigentlich total schnuppe ist, ja. Und deswegen müssen die eben auch angeben, okay, also ich bin long, aber was ich da mache, ist ein Kalenderspread. Also ich handle einen Spread. Und auf die Art und Weise weiß eben auch die CFTC, beziehungsweise wissen wir, wie viele von den Non-Commercials aktuell unterwegs sind, denen die Richtung eigentlich total egal ist, sprich diese 57.000. Ja, denen ist die Richtung egal, weil die genau eben so etwas hier handeln. Genau. Also im Prinzip habt ihr jetzt diesen ganzen COT-Report verstanden, wenn ihr das verstanden habt. Ja, also wisst ihr letztlich, wie sich das Ganze hier zusammensetzt. Jetzt gibt es noch etwas. Ich habe gerade eben gesagt, es gibt sowas wie eine Einmeldegrenze. Ab wann muss eingemeldet werden? Das will ich euch auch noch kurz erklären, damit ihr das ganze COT-Thema ein bisschen besser versteht. Und dafür gibt es eine Seite, Code of Federal Regulations. Und hier gebe ich jetzt einfach, also das sind alle möglichen Dinge, die in den USA hier irgendwie in dem Bereich geregelt sind. Ja. Da kann man wirklich alles suchen. Jetzt gebe ich hier einfach mal Reporting Levels ein. Reporting Levels, okay, gib mal Go ein und okay, habe mich hier vertippt, das war nicht gut. Okay, genau, da haben wir es schon, die Reporting Levels, da gehe ich jetzt mal drauf und das gehen wir mal hier so ein bisschen runter. Ich mache mal die Tabelle so, damit ihr das besser sehen könnt und hier sehen wir das auch schon, ab wann müssen wir anmelden, ja, und zwar hier bei Kakao zum Beispiel, wenn du 100 Kontrakte über Nacht hältst, ja, bist du an diesem Dienstag sozusagen anmeldepflichtig. Bei Kaffee sind es 50 Kontrakte. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Hier beim S&P 500, also beim ES Future, sind es 1000 Kontrakte. Das ist schon eine Hausnummer, 1000 Kontrakte, ja, wenn man die über Nacht halten möchte. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass, machen wir es hier oben im Kaffee Future, ja, weil den sprechen wir ja schon die ganze Zeit. Wenn es jetzt nur 5 Leute geben würde, die von diesem Café Future an diesem Dienstag, wenn eingemeldet werden muss, über Nacht jetzt diese mehr als 50 oder mehr Kontrakte gehalten hätten, dann würden die in dieser Tabelle letztlich nicht auftauchen, weil letztlich müssen immer mindestens 20 diese Number of Contracts auch erfüllt haben. Ja? Das heißt, wenn es zum Beispiel nur 5 da wären, dann würden die alle unter die Non-Reportables fallen. Das nur nochmal so zur Information, damit ihr da auch ein bisschen Hintergrundwissen habt. Okay, gut, dann kommen wir mal zu ATAS rüber und schauen uns das Ganze mal in ATAS an. Moment. Das war das Falsche. Wo habe ich jetzt mein ATAS? Einen Moment. Okay, hier haben wir ATAS. Prima. Okay, Michael hat es bereits vorhin gesagt. ATAS bietet bereits die Standardindikatoren und die schauen wir uns auch gleich jetzt mal hier in der Auswahl, in der Indikatorenauswahl an. Die finden wir hier oben. Und ich habe jetzt hier nur 2 Stück reingelegt, auf die gehe ich dann gleich noch mal ein bisschen ein, aber es gibt noch weitere. Und da geben wir hier oben einfach mal COT einfach ein. Und genau, hier sehen wir die. Bei mir sind jetzt leider die Positionen doppelt drin, weil ich habe die auch nochmal als, wie kann man sagen, ich habe für die Michael getestet und deswegen habe ich die doppelt drin. Genau, so kann man das vielleicht sagen. Und zwar einmal den COT-Index. Das ist ein oszillierender Indikator.
Dann gibt es den COT William Index, den er ist auch bekannt unter Commercial Index. Das ist auch ein Klassiker in dem Bereich. Also das ganze Thema COT-Handel, das hat ja Larry Williams, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, sehr, sehr bekannt gemacht. Und das ist auch absolut eine Empfehlung in dem Bereich, wenn ihr euch für das Thema COT-Handel interessiert, dass ihr da mal ein bisschen guckt. Was hat denn der junge Mann in Anführungsstrichen so gemacht? Ja. Und das sind also momentan gibt es insgesamt vier Indikatoren. Einmal die COT Net Positions, schauen wir uns gleich an. Dann gibt es einmal die das COT Open Interest. Dann gibt es den Commercial Index Indikator, der heißt bei ATAS COT Williams Index und einen COT Index, also der hier einen speziellen Blick auf die Commercials legt. Das sieht man hier auch nochmal. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze hier mal im Chart an. Also hier ist der KC-Future, das ist der Kaffee-Future. Und einen Moment, das muss ich kurz in mein ATAS-Hauptmenü reingehen. Okay, ich hoffe, man kann das hier noch sehen. Gut, und zwar hier oben sehen wir mal das Open Interest. Über das haben wir auch gerade gesprochen. Das Open Interest, das sind praktisch alle geöffneten Positionen in einem Future. Und das sehen wir hier, das liegt laut ATAS aktuell bei 254.992. Und jetzt holen wir uns hier nochmal kurz unseren Report her und schauen einfach mal rein. Hier sehen wir das auch, 254.992. Also passt genau. Sprich, hier sehen wir, wie groß war letztlich das Handelsinteresse an diesem Kaffee-Future? Ja, also hier war es größer zum Beispiel, als es hier war. Und hier unten, das ist der COT Net Positions, hier unten sehen wir die Netto-Positionen. Was sind jetzt die Netto-Positionen? Das schauen wir uns mal an. Und zwar gehen wir erstmal auf die grüne Linie drauf. Die werden hier Large Speculators genannt. Large Speculators, das ist eine Begrifflichkeit, die wurde von Larry Williams geprägt. Das sind also an der die CFTC spricht in dem Zusammenhang von den Non-Commercials. Das muss man wissen. Zwei Begrifflichkeiten, die letztlich das Gleiche bezeichnen. Ja, das sind die Trader, die die großen Trader, die durch den Future-Handel durch die Preisveränderung Gewinne erzielen möchten. Hier haben wir die Non-Reportables, die werden hier Small Traders genannt. Das müssen keine kleinen wirklich sein. Ja, das sind einfach nur kleine Positionen. Die sind praktisch unter diesem Reporting-Level, das wir uns gerade angeschaut haben, auf der Seite vom Code of Federal Regulations. Die fallen alle hier drunter, die werden hier subsumiert. Moment, wo ist meine Maus? Hier. Und hier unten, diese rote Linie, das sind letztlich die Commercials. Ja, also wir sehen eines, die Commercials sind hier aktuell netto short, während die Non-Commercials oder Large Speculators, wie sie Larry Williams nannte und weshalb sie auch hier so in ATAS heißen, die sind hier netto long. Und ja, diese, ich sag mal, Non-Reportables, die brauchen wir uns gar nicht anzuschauen. Letztlich richten wir unseren Blick bei der COT-Analyse auf die Commercials, weil die können wir am besten verstehen. Ich habe es vorhin gerade erklärt, weshalb es schwierig ist, sich an den Non-Commercials, an den Spekulanten auszurichten, weil dort einfach so viele unterschiedliche Dinge gehandelt werden, die können wir nicht verstehen. Ja, da wissen wir einfach nicht im Detail, wieso die sich gerade so positioniert haben, während man das hier natürlich bei den Commercials am besten versteht. Schauen wir uns das ganze Thema jetzt mal an, was ich vorhin erklärt habe. Wann werden Netto-Positionen aufgebaut und wann werden Long-Positionen aufgebaut und wann werden Short-Positionen aufgebaut? Und hier ist meine Maus. Ich mache das Ganze hier unten mal so ein bisschen größer, damit man das ein bisschen besser versteht. Also, wir haben gerade eben gelernt, das Rote, das sind die Commercials und auf die konzentrieren wir uns. Theoretisch könnten wir die grüne Linie und die blaue Linie unten ausblenden, würde uns nicht interessieren. Ja? Lassen Sie aber jetzt mal drin, um das Ganze zu verstehen. Das Ganze mal ein bisschen kleiner jetzt hier, den Chart ein bisschen zusammenschieben. Gehen wir mal irgendeine Marktsituation rein, die für uns aktuell
interessant ist, Moment, oder die man leicht verstehen kann, ohne dass wir jetzt zu tief da rein müssen, in das Thema. Genau, also zum Beispiel schauen wir uns mal diesen Bereich hier an. Ich mache mal das Ganze hier mit Highlight X, markiere ich mal das ganze Ding jetzt hier so. Ja, also diesen Preisbereich, das ist der Preisbereich hier unten. Also man sieht, der Preis des Cafés, der steigt. Und jetzt, während der Preis des Cafés steigt, sehen wir Folgendes. Die Commercials positionieren sich immer stärker short. Und wir haben vorhin gelernt, wer positioniert sich short? Das sind die, die den Kaffee hier anbauen. Ja, das sind die Produzenten des Kaffees. Das heißt, denen passt das gerade. Die sagen, das ist gut, dass der Preis jetzt steigt. Und falls der wieder fallen sollte, dann haben wir uns den Kaffeepreis letztlich durch den Aufbau unserer Short-Positionen hier gehedged. Ja, und irgendwann fällt der Preis auch wieder. Das ist ganz normal. Wir sind ja nicht im Aktienhandel, ja, beim Futures fällt und steigt eben, ja, fallen, steigen eben die Preise. Dann gucken wir mal ein bisschen davor, Moment, was auch negativ. Wo können wir uns noch was anschauen, was einfach zu verstehen ist? Genau, das Allergleiche hier auch, wenn man sich das mal hier drüben anschaut, der Preis steigt wieder und die Commercials, also die Produzenten, die positionieren sich stark hier short. Das heißt, sie sichern sich praktisch ihre Ernte ab und jetzt steigt der Preis hier weiter. Ja, und man sieht auf jeden Fall, die bauen hier Nettoposition auf, beziehungsweise bleiben in Nettoposition drin. Wir sind hier aktuell in einem Wochenchart drin. Das bedeutet natürlich nicht, dass das jetzt immer die gleichen Bauern sind, die fortlaufend hier shorten, 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 obwohl der Markt nach oben geht. Allerdings bleiben die eben so lange short, bis sie ihre Ernte verkauft haben. Und das sind dann immer wieder neue Marktteilnehmer oder neue Produzenten, die in dem Bereich einfach shorten. Sprich aber, der Preis, der aktuell da ist, der passt denen und deswegen shorten sie einfach hier mit dem Café Future, um später auch zumindest den Preis auch zu bekommen. Wenn der Markt wieder fallen sollte, wenn er weiter steigt, macht das ja auch nichts, dann verlieren sie zwar im Future, allerdings bekommen sie letztlich mehr für ihren Café. Und das ist ja auch das Grundprinzip des Hedgens. Okay, gut. Nelson, Michael, ist das soweit? Habt ihr Fragen oder gibt es Fragen zu dem Thema? Aktuell gibt es keine Fragen, also war alles sehr gut verständlich. Okay, ja. Ich wäre jetzt, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch etwas zu schnell gesprochen, deswegen ging es ganz jetzt ein bisschen schnell. Wenn Fragen kommen, würde ich gerne beantworten. Habt ihr Fragen da draußen zu dem Thema? Ja, warten wir vielleicht ein paar Minuten. Ja. Ja, man muss immer einen Moment warten, bis getippt wird. Das ist ganz klar. Ja. Was ich jetzt hier im Café Future erzählt habe, das gilt natürlich für alle Commodities. Ganz wichtig, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Indizes anschauen, die Aktienindizes, da gibt es ja jetzt natürlich dann keine Produzenten oder Ähnliches. Da verhält sich das Ganze ein bisschen anders, beziehungsweise da funktioniert die COT-Analyse bedingt. Ja, das muss man auch ganz klar zu dem Thema sagen. Das funktioniert am besten in den Commodities. Okay. Da sind zwei Fragen reingekommen. Ja. Michael, da ist auch eine Frage auch mitunter an dich gerichtet von Daniel. Vielleicht kannst du das aufgreifen auch. Ja, gern. Der Daniel spricht davon, dass die Charts adjustiert sein müssen, was sie in Atlas auch sind, weil sonst könnten wir ja Volumen und Preis in dem Continuous-Kontrakt, den wir in der Plattform zeigen, könnten wir ja nicht darstellen. Ja, genau. Eben genau aus diesem Grunde, weil eben Kontrakte verschiedene Preise und verschiedene Volumina haben, die werden bei uns dann quasi aneinandergereiht und adjustiert. Ja,
Also in Atlas werden die Kurse sowieso adjustiert dargestellt, ja, im Continuous-Kontrakt. Und im Einzelkontrakt ist der Kurs, die Kursstellung eben genau exakt so, wie sie im Moment ist. Und wenn man den zukünftigen Kontrakt aufmacht, dann hat man natürlich auch die Preislegung dieses Kontraktes. Also das läuft alles so, wie es natürlich auf der Börse läuft. Was wir hierzu noch in Atlas einbringen wollen, ist ein Tool. Das ganze Tool wird sich nennen Future Curves. Und mit diesem Tool ist es dann in Zukunft möglich, eben von einem Instrument, so wie jetzt der Bernd gerade offen hat, Kaffee, die nächsten vier Kontrakte zum Beispiel in dieses Tool zu laden. Dann wird dir dieses Tool die Preiskurve, die Future Curve in die Zukunft anzeigen. Und es wird auch möglich sein, gemittelt die Kontrakte alle übereinander zu legen. Ja, und dann sieht man dann auch, wie sie laufen und dann weitere Analysen zu machen. Genau. Also das zu dem Thema. Dann ist noch eine Frage von Marc, das ist, glaube ich, eher auch wieder an Bernd gerichtet. Und wir werden aus COT-Daten Trades. Ja, genau. Also man muss eines verstehen. Man sieht es auch, denke ich, ja ganz gut an der Kurve. Ja, wenn sich gerade die Commercials, es ist halt wichtig, dass man die Commercials im Blick hat, wenn die Commercials sich jetzt hier zum Beispiel short positionieren, das merkt man ja auch, bedeutet es eben noch lange nicht, dass jetzt der Markt auch gleich shortet. Hier gilt es letztlich, den Moment abzuwarten, wenn diese Short-Bewegung einsetzt. Da gibt es verschiedene Analysemethoden dafür, aber letztlich geht es darum, den Moment abzuwarten, wenn die Short-Bewegung einsetzt. Das kann man mit einem gleitenden Durchschnitt zum Beispiel machen. Das ist eine Möglichkeit, eigentlich die praktikabelste Möglichkeit. Ja. Ja, ich kann das auch gerne zeigen, das ist jetzt kein Thema. Es gibt noch weitere Analysemethoden, das ist klar. Sorry, Moment. Also man kann jetzt hier als Beispiel gerade einen kleinen Durchschnitt reinlegen. Ja, mache ich mal. So, haben wir hier einen kleinen Durchschnitt drin. Und das kann eine Hilfe sein, wie man merkt, wann die Position startet. Ganz klar. Weil wichtiger ist es ja immer beim Traden, dass natürlich das Risikomanagement passt. Ist klar. Ja. Genau, aber die Einstiege kann man zum Beispiel auf diese Art und Weise finden. Würdest du da in eine kleinere Zeiteinheit dann gehen oder nein, oder tagesstattbar? Also genau, also man kann hier natürlich auch auf Tageskerzen umschalten, allerdings sollte man es nicht anfangen, nach COT-Daten Intraday zu handeln. Das macht also keinen Sinn, ja. Also ist ja auch, denke ich, gerade das Thema beim COT-Handel, dass man das mit sehr wenig Zeitaufwand machen kann. Man kann natürlich das Ganze auch noch, ich habe das jetzt hier sehr vereinfacht erklärt, ja, das kann man beliebig komplex noch machen und sicherlich, wenn ich mir da manches angucke, da ist auch sehr schnell irgendwo ein Grenznutzen erreicht, wo ich sage, da mache ich dann einfach ein gewisses Overanalyzing, wo ich dann keinen weiteren Nutzen mehr draus habe. Allerdings, man tradet wirklich auf Tageskerzen oder eben auf Wochenkerzen, noch kleiner runter, kenne ich jetzt niemanden, der das macht, ich selbst mache das auch nicht, genau. Ja, ich grätsche da mal kurz rein. Also wie der Bernd schon gesagt hat, es gibt halt eben genug verschiedene Ansätze da draußen, die eben mit COD-Daten arbeiten. Ja. Dann gibt es dann eben auch den COD-Index, den man heranziehen kann, um eben die Analyse noch stichhaltiger zu machen. Es gibt Leute draußen, die kombinieren COD-Daten mit Volumenprofilen, ist auch ein sehr interessanter Ansatz, ja. Die dann eben die Commercial-Bewegung und die Volumenblockade sollte einem Chart vorhanden sein, nützen, um Positionen einzugehen. Dann gibt es da draußen eben Händler, die verwenden zusätzlich zu den COD-Daten und zu den Volumendaten und gleitenden Durchschnitten, die verwenden von mir aus auch Saisonalitäten. Auch ein ganz wichtiges Tool, was einfließen kann. Und manche, die brauchen gar nichts, die haben nur COD-Daten und machen zum Beispiel Charttechnik. Ja, also ja. Also wie gesagt, alle Wege führen nach Rom und da gibt es halt die verschiedensten Ansätze, wie man eben da vorgehen kann und wie man sich da eben aus diesen Daten, es geht ja im Endeffekt ist es auch wie mit Volumen und Orderflow, es geht um
um zusätzliche Informationen, die in den Handel einfließen. Mehr ist es ja in Wirklichkeit nicht. Ja. Also alles, was ich an mehr Informationen vor diesem Asset habe, ja, ist immer von Vorteil. Ja. Also das, genau. Das sind meine. Entschuldigung, du hast auch das Thema Terminkurven schon angesprochen, kann man natürlich auch noch mit hinzuziehen. Da gibt es viele Möglichkeiten, um Handelsentscheidungen zu optimieren oder beziehungsweise Risiko auch zu optimieren, ganz klar. Ja. Der Markt fragt, wie sieht der COT-Index aus? Kann das bitte gezeigt werden? Moment, der COT-Index ist letztlich, Moment, nehmen wir mal kurz rein. COT. Und den haben wir hier. Es ging da oben auf jetzt. Genau, das ist hier. Der COT-Index, ich erkläre es ganz kurz noch. Wenn man da drauf geht, man sieht ja hier, der passiert, da gibt es verschiedene Perioden, also man kann sich auf verschiedenen Aggregationsebenen anschauen. Er betrachtet jetzt hier in der Einstellung die Commercials und das macht auch Sinn. Wir haben vorhin darüber gesprochen, weshalb das andere hier eher weniger Sinn macht, sich die anderen Teilnehmer anzuschauen. Und letztendlich sehen wir hier, wenn ich mir jetzt hier unten mal die Positionen, die Nettopositionen anschaue und schaue mir hier oben den Index an, COT-Index an, dann sieht das sehr ähnlich aus. Ja, also da passiert nicht viel anderes. Genau. Gut. Zu dem Thema COT gibt es jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Michael, das sind zwei Fragen noch generell zu Atlas. Kannst du dir das mal bitte anschauen, ob du was dazu sagen möchtest? Natürlich, natürlich. der Frederik hat gefragt, wo er diesen Punkt mit den durchgezogenen POC-Linien findet. Die findest du noch gar nicht. Die sind bei uns in der Alpha-Version, wird noch getestet. Und die Option wird dann einfach im ganz normalen Volumenprofil unter den Settings zu finden sein. Also wenn wir das dann freigeben und das funktioniert so, wie wir uns das vorstellen, dann haben sie es in den nächsten ein, zwei Updates, wird es dann schon für jedermann verfügbar sein. Ich habe euch was unterschlagen an neuen Features, das möchte ich euch noch kurz zeigen, sofern mir der Nelson kurz den Schirm gibt. Ja, vielleicht noch eine, noch eine Frage dazwischen, damit wir hier auch mit Bernd vielleicht dann sauber abschließen können. Ja. Vielleicht an euch beiden die Frage von Andreas, wo schaut ihr euch die Terminkurve an? Also in welchem Feature oder wie ist das gemeint? Oder kann Andreas vielleicht noch ergänzen? Ja. Also ich kann das vorab vielleicht schon mal sagen. Wir selbst machen das in Excel aktuell. Ja, das ist ja auch kein Thema, also nicht schwer. Ich habe es aber jetzt so verstanden, dass Atlas hier eine Lösung oder eine zumindest etwas bringt, was man in der Form auch verwenden könnte. Okay, genau, also wir bringen diesbezüglich ein eigenes Tool dafür, damit das in der Plattform angesehen werden kann. Ja. Wenn man Google Terminkurven Futures sucht, kriegt man Ergebnisse. Ich möchte jetzt nicht großartig Werbung machen, aber man findet sie. Ja. Und so wie der Bernd schon gesagt hat, man kann das in Wirklichkeit mit einer Excel-Tabelle relativ einfach lösen. Mhm. Vielleicht sollte man das einmal vorbereiten. Das ist jetzt nicht wirklich viel Tamtam. Ja. Aber ich denke, von Bernd her ist soweit fertig, oder? Hat er noch Fragen zum COT? Ja. Weil dann machen wir da Schluss. Sind keine weiteren Fragen. Ich gebe dir jetzt den Bildschirm. Ich versuche es. Das war es nicht. Gibst du mir nochmal den Bildschirm? Ja, natürlich. Wobei, du hast den immer noch. Du müsstest jetzt nur den Bildschirm aussuchen und freigeben. Einen Moment. Bildschirm aussuchen. Jetzt müsste es klappen, oder? Sind wir wieder dort, wo wir sein sollen? Ich glaube, ja. Sieht man Atlas? Atlas sieht man, ja. Sehr gut. Also das, was ich euch unterschlagen habe, war im Prinzip nur Folgendes.
Wir haben jetzt auch mehrere Anfragen von, weil wir gerade beim Thema Excel waren, von Spezialisten von Excel und externen Programmierern gehabt, die hätten gerne Daten exportiert in Excel. Und wenn man jetzt die rechte Maustaste drückt und auf Exportieren drückt, kann man sich den Chart in gewisser Weise in Excel geben lassen. Das heißt, man hat dann die Uhrzeiten von den Candles, das High, Low, Open, Close. Und in Zukunft wird hier auch noch das Delta und das Volumen ausgegeben. Und mit dieser Variante hat man dann die Möglichkeit, sich eigene Tools in Excel zu bauen und auch automatisiert dann in späterer Folge die Sachen in Excel zu haben. Dann kann man sich Volumensuche-Tools bauen. Also man kann sich da einer Vielzahl von Sachen bedienen. Dann man kann dann auch Statistiken erstellen und so weiter und so weiter. Also das ist was auch noch, an dem wir arbeiten. Und das, was natürlich jetzt da auch erweitert ausgerollt wird. Das Gleiche ist auch noch, das sage ich auch noch schnell, das Gleiche ist auch in der Watchlist. Ja, also wenn ich mir die Watchlist anschaue, diese wird jetzt auch noch erweitert. Hier haben wir ja im Prinzip jetzt alle Instrumente, die ich mir jetzt angewählt habe, die sind eben in dieser Liste, die kann ich mir anschauen. Hier wird in den Spalten noch sehr viel passieren. Ja, also wir werden dann VWAPs drinnen haben, wir werden dann eigene Indikatoren drinnen haben, also ob das Instrument zum Beispiel gerade über der 200er Linie ist oder drunter, einfach so Standarddinger, die werden wir hier noch hinzufügen und da wird sie noch ganz, ganz viel tun. Ja, also da sind wir guter Dinge und wie gesagt, das sind die Sachen, die nebenbei gehen. Unser Hauptfokus liegt noch immer für jene, die was bei den vorigen Webinaren nicht dabei waren. Die kann man sich hier auf YouTube anschauen. Der Hauptfokus bei uns ist noch immer Market Replay. Ja, das ist ein ganz großes Thema und frisst sehr viele Ressourcen. Aber dafür könnt ihr dann in Kürze wirklich den Markt am Abend, ja, nach dem Abendessen kann man dann eben simuliert das Open vom Tag noch einmal handeln und das wird dann ganz großes Thema werden, sowie die Erweiterung unseres Portfolios. Wir haben bis dato, ich glaube, 900 Instrumente in Atas und da sind eben die dicksten Aktien dabei, so, weil wir ja davon ausgegangen sind, dass es ja am meisten Sinn macht von der Volumenanalyse her, ja, Werte in Atlas zu haben, die auch Volumen bieten. Und natürlich kommen zu uns immer mehr Kunden, die möchten dieses Instrument, jenes Instrument und sei es auch irgendein kleiner Stock. Und das Ziel von uns ist natürlich, kurz oder lang alle Aktien, die es gibt und auch wenn es irgendein Stock in der Türkei oder in Indonesien ist, in Atlas für euch verfügbar zu machen. Ja, das ist der Plan dahinter. Und da sind eben unsere Hauptressourcen drinnen. Und so Kleinigkeiten, wie ich heute gezeigt habe, mit dem Volumenprofil, Funktionsverbesserungen, Exportgeschichten und andere Gimmicks, die machen wir nebenher dazu. Aber das Hauptteam arbeitet eben an großen Features. Und das wird in Kürze, werden wieder ein paar Steps in die richtige Richtung gehen. Ja. Ein Webinarteilnehmer hat gefragt, wann denn die globalen Zeichenlinien kommen. Grundsätzlich kann ich für das kein Datum nennen, weil wir noch nicht genau wissen, wie wir das userfreundlich realisieren können. Ja. Bei uns ist es immer ein sehr, sehr großer Aufwand, darüber nachzudenken, wie das für euch am einfachsten ist, ohne dass die Plattform in einem halben Jahr so kompliziert ist, dass es keiner mehr benutzen kann. Also grundsätzlich ist auch so, falls wir Ideen, Verbesserungsvorschläge und so weiter oder auch Themen, die zukünftige Webinare hier betreffen, einfach per E-Mail schicken, ja, entweder direkt an mich, an den atlassupport.de/support@atlas.net oder eben den Support bei eurem Broker des Vertrauens und das wird dann weitergeleitet und dann können wir natürlich direkt auf euch eingehen, ja. So, also schau mal, da ist noch eine Frage reingekommen, Michael. Mhm. Oder sogar zwei jetzt. Von Nico und Frederik. Moment.
Frederik fragt, gibt es einen Hotkey, um alle eingezeichneten Linien oder Indikatoren kurz auszublenden? Also das mit den Linien kann man natürlich mit Steuerung A Delete machen und kann sie dann zurückholen mit Steuerung Z, also rückgängig machen. Das wäre jetzt mal die schnelle Variante. Das mit dem Hotkey-Indikatoren und alles ausblenden ist zum Beispiel so eine Idee, auf die wir selber natürlich nicht kommen. Ja, man wird ein bisschen betriebsblind, das ist eine gute Idee und diese Idee hätte ich gerne in meinem E-Mail-Fach, weil dann kann man sich das annehmen auch. Was war der zweite Frage? Der Andreas hat noch einmal gefragt, wo wir die Terminkurven ansehen. Er fragt auch in der TWS. Diese Frage kann ich nicht beantworten, weil ich noch nie Terminkurven in der TWS angeschaut habe. Also grundsätzlich entweder Excel bauen oder eben auf Google suchen. Terminkurven, Futures findet man genug, ja, frei. Und ja, mehr kann ich zu der Frage nicht sagen. Gibt es noch? Da ist die Frage von Nico, die noch offen ist. Moment. 18.59 Uhr, relativ weit unten. Wo es irgendwo eine allgemeine Seite gibt, wo man die Feature Requests einsehen kann oder beziehungsweise welche ihr gerade in der Bearbeitung habt. Ich weiß auch, was der Nico raus möchte. Das machen wir aus einem ganz gewissen Grund nicht. Also man kann natürlich hergehen und sagen, wir machen eine fixe Roadmap mit allen Punkten, mit Feature Requests und kann dem Kunden, also euch, vorab versprechen, das kommt in einem Monat. So, dann kommt irgendein Serverproblem oder ein anderes Problem, das wir anders priorisieren müssen dazwischen und dann verschiebt sich die ganze Roadmap. Und wenn wir Termine bekannt geben, die wir nicht halten können, dann erntet man höchstwahrscheinlich nicht Dank dafür. Deswegen haben wir schon intern Prioritäten, aber keine fixe Roadmap. Ja, das ist ganz wichtig. Wir halten uns da sehr flexibel, nennen wir es einmal so. Ja. Und konkret geht es mir um die Funktion im Footprint-Chart Bit-Ask-Volume-Profile, ja, damit die Imbalances eingeblendet sind in Atlas. Ich mein Schirm wird dann noch übertragen. Ne? Ja. In Atlas gibt es ja, ich mache mal kurz den AES auf und irgendeinen Chart, damit alle wissen, um was es hier geht. Wir haben ja, wenn man in den Chart reinzoomt, den Footprint-Modus. Ne? Und wenn man auf Bid-Ask-Imbalance-Chart geht, hat man ja die Möglichkeit, sich Imbalances in grün und in rot anzeigen zu lassen. Ja, man kann auch in Atlas dann definieren, inwiefern und wie hoch muss der Überschuss pro Seite sein, dass das eben rot wird oder grün, also eher ein prozentualer Wert. Ich glaube, standardmäßig sind 150% eingestellt. Und jetzt war eben die Frage, sofern ich das richtig in Erinnerung habe, war die Frage, ein Delta-Profil im Hintergrund zu haben, aber auch die Imbalance zu sehen. So einen Chart gibt es bei uns im Moment nicht. Na? Und jetzt diskutieren wir intern natürlich darüber. Man kann natürlich jetzt sich das selber basteln, indem man sagt, na gut, wir haben einen 5-Minuten-Chart. Ich gebe hier ein TPO und Profile rein, stell das auf 5 Minuten, ja? Und Moment, stell die Berechnung auf Delta, dann hat man in Wirklichkeit hat man das dann. Ja. Die Frage, die wir uns stellen, und da sind wir wieder bei der Usability, dem Benutzer die Plattform so einfach und freundlich zu halten wie nur möglich, ist eben, dass wir intern gerade diskutieren, diesen Bid-Ask-Imbalance-Chart komplett zu streichen, ja, und eben diese Imbalance als Option für alle Charttypen zur Verfügung zu stellen. Ne? Also, wie gesagt, das sind alles Dinge, die sind intern einmal zu evaluieren, was ist am geschicktesten, wie realisiert man es am geschicktesten. Und die Sachen sind natürlich alle auf einer großen Liste bei uns, nur können wir eben für diese ganzen Anfragen, können wir keine Termine rausgeben, wann was fertig ist. Ja? Wir können nur versprechen, dass wir die Plattform eben so gut wie es geht und sehr tüchtig ständig weiterentwickeln. Tools für euch zur Verfügung stellen, die woanders sehr viel Geld kosten. Und das ist unser
ja, das ist unser Credo bei der ganzen Geschichte. Und wir schauen halt, dass das so schön wie möglich über die Bühne läuft. Ja. Ja, auf der anderen Seite, es gibt ständig auch immer Bugs zu fixen. Das ist überall so. Ja. Das ist bei jeder Softwareentwicklung so. Es gibt hin und wieder Probleme, die können schnell gelöst. Und wir nehmen uns da die Freiheit, dass wir da sehr flexibel an die Dinge rangehen. Und wie ich sehe und auch höre, sind wir nicht so langsam bei den ganzen Dingen. Ja. Aber kontinuierlich weiterentwickeln. Und ja, das waren meine Two Cents für das Thema. Dann die letzte Frage für heute, dann haben wir es geschafft, von Frank, 19:01. 19:01, Frank, wie war noch der Hotkey für das Umschalten in den Vollbildmodus? Die Steuerungstaste gedrückt halten und einen Doppelklick. Und einen Doppelklick machen. Die zweite Möglichkeit, Doppelklick. Die zweite Möglichkeit, die es eben hier gibt, ist eben dieser Button da oben, Fullscreen-Modus, gibt es einen Button oben am Chart. Und die dritte Möglichkeit ist eben im Kontextmenü. Ja. Hier haben die Kollegen das sehr, sehr kreativ abgekürzt. Control plus Left Double-Click. Also die drei Möglichkeiten hat man aus dem Kontextmenü, Fullscreen, im Menü Fullscreen und Steuerung und Doppelklick und dann passt das. Haben wir das auch übersetzt. Sehr gut. Geht der Chart in den Fullscreen-Modus. Ja, also von meiner Seite war das heute alles. Ja, super. Ja, also die Feedbacks kommen natürlich jetzt rein. Bernd, vielleicht die letzte Frage an dich. Ja. Wenn man mehr von dir erfahren möchte, lernen möchte, wie kontaktiert man dich? Könnt auf meine Webseite kommen, www.heidelberginvest.com oder einfach an info@heidelberginvest.com. Super, dann bevor ich euch das Schlusswort überlasse, bedanke ich mich natürlich bei euch. War ein super Webinar. Vielen Dank, Bernd, dass du heute uns zur Verfügung standst und Michael natürlich auch. Vielen, vielen Dank und ein riesen Dankeschön wie immer an alle Teilnehmer für das Interesse und fürs Live-Dabeisein und natürlich auch eher interaktiv die Fragen zu stellen. So macht das ja für alle am meisten Spaß und ich wünsche natürlich noch einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Woche und gebe euch sehr gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Mache ich gleich das Vorschlusswort, bevor Bernd kommt. Ich grätsch wieder mal rein. Ja, hat mich sehr gefreut, dass wir da jetzt wieder gestartet sind und nachdem mich sehr viele E-Mails erreichen und auch Anfragen und auch Kommentare auf YouTube, es wird jetzt natürlich monatlich weitergehen und die nächsten zwei Termine sind schon fixiert und wir werden das Format natürlich nutzen, um auch Gäste einzuladen, um eben das ganze Thema ATAS und Trading und verschiedene Ansätze und hast du nicht gesehen, es gibt ja wirklich das Universum des Tradings ist riesig und ich möchte das Format auch ein bisschen dafür nutzen, dass man auch eine bestimmte Breite der ganzen Geschichte sieht. Ja, das ist halt der Plan für die zukünftigen Monate und es werden auch immer mehr Teilnehmer, ich bin echt froh und ja, ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und ich möchte mich auch bedanken für euer Interesse an meiner kurzen Präsentation zum Thema COT-Handel und hoffe, dass ihr so ein bisschen den Hintergrund der COT-Daten verstanden habt und auch insbesondere das Thema Commercials ein bisschen tiefer verstanden habt, dass die letztlich, doch zumindest bei den Commodities sehr entscheidend sind, wo der Markt hinläuft beziehungsweise wie der Markt läuft. Und ja, das war's von meiner Seite und ich bedanke mich auch vielmals, dass ihr so zahlreich dabei wart. Super, vielen Dank. Tschüss zusammen.